Herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder, mitten im Wald, alleingelassen. Wir wissen nicht so richtig, was abgeht, aber wir schauen jetzt einfach mal in die Tarotkarten. Die haben ja immer eine Idee, oder? Eins, zwei, drei und her mit der Weissagung. Was gibt's heute? Also, wir nehmen heute mal, warte mal, eins, zwei, drei. Die beiden in der Mitte. Der Wagen. Wird ertränkt oder wird getauft? Man erkennt sich so richtig. Ist ja manchmal auch das Gleiche. Das Rad des Schicksals. Boah. Freshes Fahrrad hat das Schicksal da. Cool. Und noch ein Random. Und der Ich Gehackte. werde es schaffen. Es wird sich alles irgendwann ändern. Aber das Glück wird nicht mein Verbündeter sein. Ja. Und es wird alles sehr schwierig werden. Okay, also die Interpretationen sind ziemlich wild. Diesmal konnte man sie ein bisschen nachvollziehen, ne? Mit dem Rad des Schicksals und dass das Glück aber nicht auf deiner Seite ist. Okay. Aber die sind schon teilweise, ne? Ihr wisst, was ich davon halte. So, hier müssen wir den Geliebten suchen. Was haben wir hier? Kommunikationsleitung. Hier haben wir mein persönliches Objekt und da die weiße Dame. Okay, aber wir haben noch andere Ziele, ne? Der Geliebte, mein persönliches Objekt, ja. Mach ein Foto vom Grab im Wald. Okay. Okay, Fahrrad, müssen wir eine Pumpe finden. Finde die Schlüssel fürs Zimmer. Wir haben noch einiges vor. Wir haben die Zeitung immer noch nicht gelesen. Finde Telefonmast, schneide die Leitung durch, ne? Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück nach Hause. Wo geht's denn da lang? So, hier. Jetzt durften wir uns auch mal umdrehen. So, ich möchte erstmal die Zeitung lesen. Was ist heute passiert? Man muss den Tag ja auch mal richtig anfangen. Wir sind hier so in den Tag reingestürzt. Na, steht hier wieder was? Nee, diesmal nicht. Haben wir hier unten noch eine Fahrradpumpe irgendwo? Bestimmt, oder? Das liegt doch bestimmt hier irgendwo rum. Ja, Pervitin ist hier wieder, ne? Die Mutter fleißig am Nehmen. Okay. Junge, warum laggt's denn so? Hilfe. Na. Okay, wir kommen nicht durch, kein Problem. Dann gehen wir außen rum, vielleicht, oder wir müssen halt direkt zur Frau. Vielleicht zwingt uns das Spiel in die Richtung. Aber ich möchte trotzdem erst Zeitung lesen. Also als eine gebildete Frau damals muss man da auch erstmal mit der Zeitung aus dem Haus gehen. Sonst weiß man gar nicht, was abgeht. Kapelle ist jetzt zu wahrscheinlich, ne? Ja. Kurze Interesse halber. Ne? Kurze Interesse halber. Gute Deutsch. Hängt das Kleid noch da? Oder hat die das jetzt mitgenommen? Hat mal der Mutter so die Meinung gegeigt. Hier, guck mal, ich habe dein Kleid gefunden. Wollte ich mich umbringen oder was? Sag mal, wo sind wir denn hier? Irgendjemand schreit. Ja, das Kleid ist weg. Der Baumstamm auch. Interessant. Na gut, dann geht's wieder hoch. Warum leckt das manchmal so? Hilfe! So, es ist neblig, das heißt, wir können zur Frau. Ah, ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal wieder rein. Da kommen wir auch nicht rein. Oder wurden wir jetzt ausgeschlossen? Lässt die Mutter uns jetzt nicht mehr nach Hause? Könnte natürlich auch sein. Unser Fahrrad wartet noch. Ja, wir dürfen nicht nach Hause, ne? Okay, es ist neblig, das heißt, wir müssen unsere Aufgabe erfüllen. Ab zum Geliebten. Jetzt gehen wir hier lang, oder? Ne, da gehen wir gar nicht lang. Müssen erstmal wieder runter. Hier hinten geht's runter, okay. Wir müssen ein Foto vom Geliebten, der weißen Frau, machen. Beziehungsweise, ja, von ihm ist nicht mehr viel übrig, aber von seinem Grab.
Die Tiere sind tot? Die Tiere sind tot. Alle erschossen, ausgenommen hier sogar. Ja, zumindest so halb. Ach nein. Also Oh die nein, der Tiere. Zaun wurde zerstört. Ja. Boah, das sieht übel aus. Wer war das denn? Die wurden alle ausgenommen. Von wem? Wer tut sowas? Na gut. Sie Schauen wir scheint mal. mit einem Messer geschlachtet worden zu sein. Ja? Ob uns jemand bedroht? Ja. Weiß ich nicht. Die Kuh sieht ja noch übler aus. Die wurde ja komplett auseinandergenommen. Wurde ja versucht, die abzuhacken, ne? Den Kopf. Da sieht man mal, ne? Von unten und von oben. Da hängt nur noch ein ganz kleiner Zipfel dran. Uiuiui. Die wurde auch noch ein Stück geschleift, wie es aussieht. Aber warum sollte die zurück ins Gehege gezogen worden sein? Oder was sind das für Spuren? Ja, sieht doch aus, als wäre sie da lang gezogen worden, ne? Komisch. Naja gut, ich bin halt kein Forensiker. Der würde uns da vielleicht mehr sagen können. So, ist das jetzt der richtige Weg hier? Ja, das sieht doch super aus. Mal schauen, was uns da am Grab jetzt erwartet. Von dem guten Loverboy. So, wo ist es genau? Wir sind auf dem Weg. Hier ist es. Ich weiß nicht, was ich zu finden hoffe, aber was kann ich sonst tun? Wir Ja. werden hoffentlich sehen, ob sich unter einem dieser Gräber etwas verbirgt. Okay, Ich so, hoffe, benutzen dass die der Kamera. Infrarotfilm uns das zeigen wird. So, wie ging das Ganze jetzt nochmal? Wir brauchen ein Infrarot. Das ist der Rotfilter. Hier ist Infrarot, ne? Genau. Das ist drauf. Nochmal. Aber wir müssen ja erst ein Foto machen, ne? Zu nah dran. Motivwerfer. Ach, da sind. Ja, okay, wir müssen alle drei Gräber nehmen. Korrekt belichtet, erforderliche Erweiterung, alles da, Steuerung geblendet und so, auch alles top, oder? Korrekt belichtet. Zu dunkel. Zu hell, okay. Wir lassen es einfach so, wenn wir alle Herausforderungen haben. Dann, 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 dann. Okay, das heißt, das Foto müssen wir wahrscheinlich entwickeln jetzt, ne? Nehme ich mal an. Geh mal hier ab. Die Geliebte, entwickle das Foto. Gehen wir Foto entwickeln oder direkt weiter? Ne, wir gehen erstmal entwickeln, oder? Wir gehen das Ganze hier gemächlich an. Wir haben ja Zeit. Zeitung haben wir immer noch nicht gelesen. Jetzt dürfen wir aber wahrscheinlich ins Haus, ne? Oh, ich bin. Die Bomber kommen wieder. Warte mal, was ist das hier? Wo laufe ich denn gerade lang? Hier geht's zurück. Oder was müssen wir noch machen? Vielleicht nehmen wir das direkt mit hier. Wartet mal. Wir müssen uns mit der Frau treffen, ne? Mein persönliches Objekt, der Geliebte. Nee, wir gehen erst entwickeln, das passt schon. So, ich hoffe, wir werden jetzt nicht auch bewurmt. Aber soweit ich weiß. Also, wir sind richtig. Soweit ich weiß, wissen ja zumindest die Anglo-Amerikaner, wie sie so schön genannt wurden, ja nicht, dass wir hier wohnen. Momentan noch nicht. So, deswegen war hier unten auch offen, weil Foto können wir entwickeln, aber Zeitung lesen dürfen wir nicht. Weil Bildung in den Tagen ist schwierig.
Wobei das ja eh Propaganda war. Aber trotzdem. Da wird jetzt komplett ausgeschlossen hier. Zack, Tür zu. Da wird nichts mehr gemacht. Hier ist dein neues Leben, liebe Julia. Da wirst du eingesperrt von der Mama. Die fand es nämlich nicht so toll. Das hat sie uns auch gezeigt. So. Haben wir das Foto schon entwickelt? Wartet mal, wartet mal. Wo sind denn unsere Bilder? Ne, warte. Okay. Wir haben das Foto noch nicht entwickelt, ne? Das, was wir da als letztes hatten. Wo kommt denn das nochmal her? Das wird auf jeden Fall mal entwickelt. Das war. Warte, Fokus. Das war aber jetzt nicht das vom Grab, oder? Das sieht mir da nicht unbedingt nach Grab aus. So, passt das? Perfekt. Das können wir überspringen. Eintauchen. Und dann wird es auch wieder rausgeholt da. Müssen wir noch kurz warten. Ach doch, das sind die Da Gräber. ist das Grab, nach dem ich gesucht habe. Ja. Und der Geist eines Gefangenen, der genau wie die Frau in dieser Welt gefangen ist. Aber sie können sich nicht mehr treffen. Ja. Das Böse trennt sie. Aber hat die alte Frau, wollte ich sagen, die weiße Frau, die nicht umgebracht gehabt, oder? Oder habe ich da verwechselt ich jetzt da gerade was? Da muss ich mir die Geschichte nochmal anschauen von der guten Dame. Wartet mal, können wir die nicht nachlesen? Hier. Das ist da nicht am Anfang drin. Gehen wir ganz an den Anfang. Ne, ist ja nur ein Tagebuch, ne? Ja, okay. So, was haben wir hier noch? Da haben wir neue. Ach, cool. Nice. Ja, gut. Einmal wieder raus, bitte. Also der Mann gefangen im Grab, die Frau gefangen im See. Und beide können sie nicht zueinander. Hat sich da jetzt was geändert an unseren Zielen? Finde das richtige Grab. Das war doch das richtige Grab, oder? Okay, wir müssen nochmal runter. Kein Problem. Wir finden auch das richtige Grab, liebes Spiel. Was ich aber nicht in Ordnung finde, dass die Tiere jetzt einfach so scheißegal sind. Da wurden die Tiere abgeschlachtet, aber die Story interessiert es einfach nicht. Ne? Wo ist denn jedes Tier wohl? Da klopft die Peter aber morgen an bei euch, sage ich euch. So, das war das mittlere Grab, ne? Ganz genau. Oh, Mann, Mann. Ich will jetzt hier nicht groß über Gräber laufen. Macht man nicht, wir laufen zwischen rein. Ah, so. Aber nicht aufbuddeln. Ey. Oh, da, was ist da? Ein Gegenstand. Wenn ich das trage, sollte ich in der Lage sein, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Ja. Mit diesem Objekt sollte sie mich hören können. Ja. Davon bin ich überzeugt. Sehr Genau wie die gut. weiße Frau ist auch er in dieser Welt gefangen. Aber sie können nicht mehr zueinander finden. Ja, jetzt habe ich mir Warum so ist viel mir das nicht Mühe. früher eingefallen? Das Kleid, Julia. das ich an diesem verfluchten Tag in die Büsche geworfen habe. Es liegt schon ein paar Tage am See. Ja. Einer Welt, die sowohl meine als auch ihre ist. So, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, nicht über die Gräber zu laufen und sie stellt sich mitten drauf. Ne? Dann ist es aber auch egal jetzt. Dann ist es jetzt aber auch egal. Wir gehen runter zum See. So, oder müssen wir überhaupt zum See wahrscheinlich, ne? Hier mein persönliches Objekt und zur weißen Frau. Telefonmast können wir immer noch machen irgendwann. So. Jetzt auch mal da einen kleinen Bogen. Aber ist nicht schlimm.
Alle Wege führen nach Rom. Oder wie man so schön sagt, bei Martha is dead, alle Wege Was führen ist das? Das war früher nicht da. zum See. Und hier haben wir ein kleines Lager. Da brauchen wir einen Schlüssel Wie für. komme ich da rein? Mit dem Ein anderer Schlüssel. Eingang vielleicht? Also hier kommt man auch so nicht so richtig weiter, ne? Gefühlt bei jedem Objekt gibt's eine neue Quest. Die Martha ist, beziehungsweise die Julia ist ein bisschen unentschlossen. Glaube ich langsam schon selber durcheinander. Das sind nur Blumen. So, ich höre den See schon. Ne, ist der Bach. Wir müssen hier lang. Over the Bridge, hier waren wir schon mal. Hier haben wir Lapo das letzte Mal gesehen, oder? Hier sind sie vorbeigerannt. Und da irgendwo war sein Todesort. Unser geliebter Freund, der uns scheinbar geschwängert hat, zumindest laut unserer Schwester. Laut unserer Mutter sind wir jetzt eine Hure. Ja, also sind gute Familienverhältnisse hier. Kann ich verstehen, warum sie da so wütend rumstapft, ne? So, hier geht's runter zum See, oder? Ah, der andere Weg ist der kürzere. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir mit ihr kommunizieren können. Ich hoffe, es wird nicht wieder verstörend. Lass uns doch einfach mal ein normales Gespräch haben, liebe weise Frau. Na? Ich meine, wir müssen ja nicht immer hier direkt ausrasten. Ich habe ein bisschen Angst. Sollen wir aufs Boot gehen? Na gut. Ohne alle notwendigen Elemente ist es sinnlos, zur Insel zu gehen. Ach Ohne alle so. notwendigen Elemente ist es sinnlos, zur Insel zu gehen. Da ist es doch, was wir brauchen. Tut mir leid. Entschuldigung. Hier ist es. Ja. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ja. Also das jetzt nochmal irgendwelche Klamotten, Tücher, was ist das? Mein Kleid. Genau. Das könnte das Element sein, das meine Welt mit der Welt der weißen Frau verbindet. Ja. So, Sendepause, Julia. Gehe zum See. Wir sind am See. Ja gut, ich glaube, wir müssen da jetzt rüberfahren, ne? Ab zur weißen Frau. Wir kommen. Los geht's. Humba, 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 tetere. Oh, wir sind Gleichgewichtsprobleme. Es. Auch unauffällig, wenn da jetzt gerade der Flieger drüber fliegt. Der fliegt sehr tief, wie sich das anhört. Oh. Ah, ich muss fahren. Let's go! Let's go, wer wischt es? Komm, 1 gegen 1. Boah, ist das laut! Ist das laut? Hilfe! White Widow, was geht ab? Wir sind da. Das kleine Boot ist der ganze Stolz von meines Ehemanns. Er hatte mich vor Jahren zum Fischen mitgenommen. Ich verstehe nicht, dass Mama es Martha und mir nie erlaubt hat, es zu benutzen. Ja, wo muss ich denn hin? Ach, hier vorne wahrscheinlich, ne? Kurz mal korrigieren. Hier komm ich. Warte, neuer Anlauf. Hä? Ah, ich muss nach hinten. Sorry. Wir machen eine kleine Spritztour hier. Das ist so angenehm und so leise. Aber da ist ja auch ein Steg, logisch. Und Achtung. Oh. Sag mal, willst du mich verarschen? Du kannst am Steg auf der Insel anlegen. Hä?
Ah, okay. Ich fahre einfach durch den Steg durch. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Wir sind da. Bommi. Hallo. Jetzt bin ich aber gespannt. Uiuiui, jetzt wird's spannend. Ziel aktualisiert, sprich mit der weißen Frau wahrscheinlich, ne? Die sitzt da vorne, wo ich eigentlich hin wollte. Schneide die Leitung durch. Nee, das ist es nicht. Ein fröhliches Zimmer, seltsame Notiz. Wo sind die beiden? Okay. Musik ist bedrohlich. Morgen! Komm und hole mich. Ich warte auf dich. Oh, war noch eine Kippe drin? Ah ne. Was ist das? Eine Filmrolle. Ja. Es ist die, die ich aus der Kamera genommen habe, kurz bevor ich Marthas Leiche entdeckt habe. Oh. Sie sollte Aufnahmen von vor diesem Ja, Zeitpunkt haben. sehr gut. Mit etwas Glück hat eine der Aufnahmen den Moment von Marthas Ermordung festgehalten. Ja, Dann werde bitte. ich endlich eine Antwort haben. War es wirklich Mama? Ich werde sie Mama. so schnell wie möglich entwickeln, aber jetzt Oh, ist da es an war der ich Zeit, es. mit der weißen Frau zu sprechen. Ja, darauf warten wir doch. Der Film im Kleid. Okay, was müssen wir machen? Einmal anziehen. Ich Ich werde bin's. das Kreuz ihres Geliebten tragen, um sie Euer anzuleiten. Geliebter. Oh, mir fa hallo, deine Haare sind im. Ach so, stimmt, du wolltest ja abschneiden. Okay. Eine Haarlocke von mir, um in ihre Welt einzutreten. Ich werde die Oh ja. Tarotkarten benutzen, um mit ihr zu kommunizieren. Oh Die ja, ersten okay. 10 werden wie bei Nani verwendet. Müssen Sobald wir jetzt zwei 10 Karten einzeln ausgewählt hinlegen. wurden, sollte es losgehen. So, mal schauen, was sie erzählt. Die gute Frau. Wir können auch Uno spielen eigentlich, ne? Oh, hi. Verbirgst dich in den Wäldern, um dich mir zu nähern. Du wirst eins mit dem Wasser, um auf dich aufmerksam zu machen. Du willst mit mir Kontakt aufnehmen, indem du die Energie der Symbole nutzt. Du nutzt meinen Schmerz, um mich zu rufen. Du bist Ja. ganz schön mutig. Du rufst mich auf der Suche nach Wissen, das ich nicht besitze, Oh. nach Antworten, die ich nicht habe. Ich bin nur ein Gefäß, wie das Wasser, wie die Luft, Ja. ein Gefäß, um sich zu bewegen und zu atmen. Ja. Es hat funktioniert. Jetzt muss ich mich für zwei Karten entscheiden. Okay. Los geht's. Los geht's. Die weiße Frau. Der 22. Ja, okay, geht schlecht. Egal. Ja, nehmen wir die. Der Spatz. Oh nein. Okay. Und alle guten Dinge sind drei. Ein Teil unserer Seele umfasst die Menschen, die wir lieben, Ja. und wird dann von uns weggerissen, wenn diese Menschen verschwinden. Die Wunde ist tief und kann nicht geheilt werden. Der Glaube schwankt, der Tod macht Angst. Aber die Kirche bietet einen sicheren Ort. Ja. Sie ist die Mutter und das Vor allem für Zuhause für Kinder. ihre Kinder. Ja. Der Glaube ist das Licht. Verliere es nicht, denn es wiederzufinden ist fast unmöglich. Ich habe ihn in der Trauer verloren.
Okay. und bin ohne Zeit in der Dunkelheit gefangen. Also Glaube schön und gut. Aber Kirche, da stehe ich nicht dahinter. Glauben sehr gerne, aber nicht in der Kirche. Ne? So, und die Dame ist offensichtlich auch, ich weiß nicht, nicht ganz so weiblich, wie ich gedacht habe. Da habe ich so eine schöne, anmutige, italienische, bisschen ältere Dame erwartet, ne? Auf einmal spricht da ein Mann mit mir. Aber gut, wir wollen ja nicht verurteilen, ne? Wir müssen jetzt weitersprechen, um das symmetrisch zu halten, wird die Karte. Oh, die Gehängte. Hatten wir schon mal. Und dann nehmen wir die noch. Das sieht glücklich aus. Du wirst nicht mehr in der Lage sein, Licht und Dunkelheit zu unterscheiden. Oh, okay. Der Unterschied ist in der Trauer sehr subtil. Das stimmt. Du bist leider allein und du wirst allein bleiben. Nö, nö. Die Erinnerungen lassen dich im Stich. Sie sind deine einzigen wahren Gefährten. Aber dafür haben wir die Fotos, jetzt ne? Jetzt nehmen sie den Platz deiner glücklichen Kindheit ein. Und sie können zurückkehren, um dir Gesellschaft zu leisten. Okay. Okay, Freunde. Wir decken jetzt alle Karten nach und nach auf, glaube ich, ne? Wir haben zwei Geliebte. Die weise Frau und ihr Mann. Mal schauen, was sie dazu sagt. Und du hast Trauer. Keine Kontrolle über dich selbst. Ja. Es gibt eine dunkle Gestalt in dir. Die Wunden nähren sie. Sie tut dann Dinge, die du nicht willst. Sie wird deine Wünsche, deine Schuldgefühle und die dunkelsten Teile deines Gewissens benutzen. Ja. Okay, also das sind ja nicht so die rosigsten Aussichten, die wir haben. Wir lassen die äußeren Karten zuletzt, nehmen die beiden inneren jetzt noch. Ah, das sieht... Man lässt das Gute hinter sich hier, ne? Oder das Schlechte. Das könnte beides sein. Man ist auf dem Weg in die Ferne, Abstand von allen. Und, oh, eine entblößte Frau. Dass du wissen möchtest, wer es getan hat. Ja. Aber ich kenne die Antwort nicht. Du musst es selbst herausfinden. Ab die Fotos entwickeln. Versuche niemals durch die Vordertür einzutreten, wenn du das Herz erreichen möchtest. Okay. Deine Zwillingsschwester hat vielleicht die Antwort, nach der du suchst. Auch nach dem Tod hinterlassen wir Spuren, nicht wahr? Ja, du vor allem. Alles ist unbestimmt, wenn man das Wesentliche der Dinge betrachtet. Okay, also die ist sehr, sehr kommunikativ, ne? Dafür, dass sie anscheinend so böse ist. Und hier haben wir nochmal die Trauer über einen Verstorbenen. Direkt gestorben in den Armen. Wir und unsere Schwester vielleicht, ne? Und die Tochter, das Haus, die Mutter. Die Tochter kommt aus dem Haus der Mutter. Ja. Macht sich dann ein Zuhause und wird Mutter. Okay. Dieser Kreislauf ist durchbrochen. Oh. Um durch den Tod. Knoten zu lösen, suche nach dem Sohn. Er ist die Erbsünde, die sich in dir spiegelt. Oh, okay. Derjenige, der dir das Licht gegeben hat, möchte es zurückholen. Sie möchte die Kontrolle haben. Die Mutter. Stück für Stück zerbröselt sie dein Leben. Du musst sie aufhalten. Wir müssen... Hey! Hallo! Hilfe! Sind wir jetzt tot?
Wo sind wir? Unter Wasser. Okay, Freunde, machen wir hier ein Folgeende. Ich hoffe, wir ersticken nicht. Beziehungsweise wir ertrinken nicht, ne? Ja, war jetzt nicht sehr vielsagend, das Gespräch, ne? Das Einzige, was sie gesagt hat, ich weiß nichts. Hat am Ende noch was vom Sohn erzählt. Ich weiß nicht, ist unser Sohn gemeint? Haben wir doch vielleicht einen Bruder? Zuerst dachte ich, die Erbfolge ist kaputt wegen unserer Schwester, weil die gestorben ist. Und sie logischerweise dann keine Mutter mehr werden kann. Aber scheinbar hängt das mit einem Sohn zusammen. Ist es das Kind, mit dem wir schwanger waren? Haben wir vielleicht sogar unser Kind verloren? Kann das sein? Oder gibt es noch einen Bruder, von dem wir nichts wissen? Vielleicht auch einen Bruder der Mutter, wer weiß? Auf jeden Fall, wir sollen die Mutter nicht die Kontrolle übernehmen lassen. Das ist das, was ich, glaube ich, so jetzt verstanden habe aus dem Gespräch von der wehren alten Frau. Da dachte ich, die kann mir ein bisschen mehr erzählen. Aber vielleicht hat sie auch einfach nur in Rätseln gesprochen. Wir finden es raus, Freunde. Wir sind jetzt gerade am Ertrinken. Die Musik sagt uns, wir sollen weiterlegen. Deswegen, ich sag schnell Tschüss und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Beziehungsweise in der Woche dann, ne? Ciao, ciao.